Guten Morgen, ihr Hübschen. Die müde Rosi meldet sich. Die Kinder sind soweit fertig. Alle wach? Bis auf Carlos, der schlummert, glaube ich, gerade wieder langsam ein. Lamia muss ich noch Zähne putzen und Joanna macht sich gerade die Haare und dann geht es gleich ab zur Schule. Ja, auf jeden Fall mit! Du kommst mit? Ja. Zur Schule? Ja. So, Brote sind gemacht, sie sind in der Tasche geputzt. Quentin hat auch sein Futter gekriegt. Und, was mit deinen Pflanzen? An hier. Ja. Da. Und dann da ist. Da. 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 Da und da. Gut. Können wir heute das Hochbeet aufbauen und dann die anderen auf jeden Fall einpflanzen, ne? Guck mal. Ja! Ja! Überhaupt! Ein bisschen fertig. Ich nehme Tampo, die das mag. Ja? Ja. Oh, ein kleiner Hocker. Pass auf, ne? Hab ich lieb. Ich hab dich auch lieb. Ich hab ihn mehr lieb. Ich hab ihn auch lieb. Na, pass auf. Ja, ja. Nicht? Du machst das immer alleine. Passt das zusammen? Klar. Und dann chuckst du in die Waschmaschine. Damit die wieder schön weiß sind. Ich bin damit nicht. Wo ist meine Tonne? Da, in der Küche. Da. Wird da schon Brot drin? Ja, klar. Die hinten rum, ne? Hier ist hinten rum? Ja. Okay. Jetzt höre ich nur noch einen kurzen Flummi und dann gehe ich. Tschüss. Tschüss. Das ist ein Stein. Ja. Ein Glückstein hast du jetzt schon da gegeben für die Schule? Ja. Super. So, ihr Hübschen, es ist nicht mehr ganz so windig wie heute Morgen. Ich habe gestern Basilikum hier gekauft, einen riesen Pott. Und weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in diesen Töpfen geht das Ding ja immer kaputt. Umpflanzen, komplett den Topf geht auch nicht. Man muss die jetzt auseinandernehmen immer. Das habe ich mal bei der Sally gesehen, die hat das so schön erklärt. Und die umtopfen immer so kleine, so hier zum Beispiel diese hier, so ein paar Stängel rausziehen. Und dann umtopfen und dann wächst er viel besser, weil der braucht unheimlich viel Platz. Und das werden wir jetzt machen. Ich werde ein bisschen hier rein, ein bisschen da rein und ein bisschen da rein und ein bisschen da oben rein. Das ist nämlich alles tot. So, das machen wir jetzt. So, das habe ich jetzt hier abgerissen. Abgerissen. Schön weg rausgeholt und das werden wir jetzt hier einpflanzen. Mama, let's go down to the
So, ihr Hübschen, wir fahren jetzt eben zum Stoffladen, denn ich möchte für den Carlos, habe ich nämlich noch gar keine, so eine Windel-Etui-Tasche nähen. Und das macht man ja aus Baumwolle und Baumwolle habe ich immer gar nicht in meinem Schrank. Und da wollte ich eben ein paar Teile kaufen. Oh, Fenster ist oben auf. Wow. Machst du zu? Gleich? Ja. Gut. What? Ja. So, meine Hübschen, wir sind zu Hause. Lami hat mich jetzt ins Bett gelegt. Wir haben mittlerweile, wie spät haben wir? 20 vor 1. Carlos schläft auch, aber ich glaube, der wird gleich Hunger kriegen. Ich habe mir jetzt Wäsche nach oben geholt. Während ich die Wäsche mache, die Serie Ranch gucken und wollte euch natürlich zeigen, was ich gekauft habe. Und zwar habe ich Baumwollstoff gekauft. Ich habe es gerade schon auf Instagram gepostet und gefragt, ob das irgendeiner errät. Ich denke mal nicht, weil ich nähe eigentlich immer Klamotten und diesmal wird halt so eine Windeltasche. Und ja, das ist der Stoff hier, so ein bisschen retro. Ich finde das eigentlich ganz süß. So, das sind so die Kombistoffe. Wird aus drei Stoffen sein. Und das ist für innen. Und ich denke mal, das wird ganz hübsch aussehen. Ich bin mal gespannt, wie der Zeitaufwand ist. Die letzte Windeltasche, die ich genäht habe, war vor zweieinhalb Jahren für Lamia. Und da fand ich die Beschreibung nicht so prickelnd. Das war schon ein Ding. Aber sieht ganz hübsch aus. Jetzt habe ich aber ein Video auf YouTube gesehen. Ich kann es euch unten mal verlinken. Sie hat es eigentlich ziemlich easy erklärt. Und deswegen werde ich das mal versuchen, daraus nachzumachen. Und ja, ich bin gespannt, ob es klappt. Wünscht mir Glück. Und natürlich hier Vlies zum Verstärken. Und jetzt ist aber erstmal die Wäsche angesagt. Yay! Das ist der Mama-Alltag. Und steckt diese dann fest. Jetzt gerade. Ich bin mal gespannt, ob sie ihre Freundin dabei hat oder nicht. Und Dominik ist wieder da. Der hat sich gerade kramheimlich nach unten geschlichen. Ach, da sind sie. Na? Die kommen alle. Ja, die durften mit dem Bus fahren. Joanna hat gestern gefragt, die Mama. Jetzt haben wir wieder Bude voller Kids. Die Zwillinge sind da. Na gut, dass ich Hähnchenstick gemacht habe. Meine Hübschen, ich habe jetzt diese Wickeltasche genäht und so richtig begeistert bin ich nicht. Ich weiß nicht, ob es an der Stoffwahl liegt, aber da liegt nicht an der Stoffwahl, die ist halt ein bisschen so retro. So sieht die aus. Also die, ich finde den Stoff super schön. Die Anleitung war nicht das Wahre vom Ei, denn also ich habe es genau so gemacht, ich habe da nicht drauf geachtet. Ich habe das nämlich genau so gemacht, wie die Dame das in dem Video erklärt hat. Und ein kleiner Fauxpas, das ist eigentlich, Moment, muss das so sein, ne? Ich habe das noch nicht zugenäht. Also, das ist eine Tasche und, also zwei kleine Taschen und eine größere Tasche. Es ist aber so gelegt worden und dann vernäht worden, dass das jetzt so ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die kleinen Taschen habe ich jetzt hier drin. Die bringen mir aber nichts, die müssen eigentlich hier außen sein. So dass ich drei Taschen habe außen. Also eins, zwei und dann halt diese große. Komplett falsch. Also wir haben hier eine große Befeuchtücher, das ist richtig, aber hier ist falsch. Und ich habe es mir absolut sicher, dass ich genau so hingelegt habe, wie sie es im Video gesagt hat. Nicht so doll. Und dann haben wir hier so eine Schnullerkette noch. Da kann man halt einen Schnuller dran machen. Na, das geht. Und der Verschluss hier war auch ein wenig knifflig, denn die ist ja ganz schön dick und ich bin mit der Zange kaum da reingekommen. Ich musste die Zange also auseinandernehmen, um dann diese verstärkten Stofflaken irgendwie da durchzukriegen, um hier den Druckkopf anzubringen. Mama, ich habe eine Gurke gepflückt. Ah, eine Gurke gepflückt? Isst du die denn auch? Du machst doch gar keine Gurke. Doch. Ich habe dich noch nie eine Gurke essen sehen, aber ich... Ja, jetzt steht der Papa die. So, und hier passen angeblich drei
Windeln rein, egal welche Größe. Schnapp ich meine Bananenmilch. So, so sieht sie dann aus. Also ja, da gibt es Schlimmeres jetzt, aber ich glaube, ich nähe es nochmal. Vielleicht mit einem anderen Stoff, dann habe ich Zeit zum Wechseln. Ich weiß es nicht. So sieht es auf jeden Fall aus. Schade. Bereit. Hallo zusammen, ich bin wieder zu Hause und mir geht's wieder gut. Rose hat das schon ein bisschen erzählt, die sitzt übrigens hier neben mir. Ich sehe gerade oben in der Kamera, ich habe eine rote Nase, kann das? Habe ich einen Sonnenbrand auf der Nase? Oder sieht das nur in der Kamera so aus? Ein bisschen. Ja, mir geht's wieder gut. Ich war gestern auf dem Guns N' Roses Konzert. Papa, du weißt... Moment, ich muss eben was erzählen. Na gut. War ein leicht chaotischer Tag. Wir sind zu viert dahin gefahren nach Hannover. Und zwar um 10 Uhr ging's los. Und ich war 3 Stunden unterwegs, weil ich noch Freunde eingesammelt habe. Und dann, 2,5-3 Stunden ungefähr. Und dann sind wir nach Osnabrück gefahren erst. Wo bin ich? Und als ich ausgestiegen bin, hatte ich die ganze Zeit die Klimaanlage wohl im Gesicht. Und dann habe ich einen leichten Hitzeflash gekriegt. Und das hat mir nicht so gut getan. Das hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben, kannte ich nicht. Und Ein dickes, Mama. Ja. Und dann war mir auf jeden Fall schummerig und schwindelig und so. Und dann hatte ich schon Angst, dass das Konzert flöten geht. Die anderen 3 sind dann mit dem Zug vorgefahren. Auch die Tour war extrem verwirrend. Die sind um 4 Uhr in Osnabrück mit dem Zug gefahren und waren, glaube ich, um 7:30 oder sowas dann in Hannover, weil die auch zwischendurch umsteigen mussten. Dann kam kein neuer Zug und dann sind die am Bahnhof gewesen in Hannover. Dann mussten die noch mit der S-Bahn erst zum Messegelände fahren und so. Also auch die hatten einen riesen Trip hinter sich. Und ich habe dann noch ein bisschen im Hotelzimmer geschlafen, ein Stündchen. Und dann ging es mir auch ein bisschen besser und dann bin ich mit dem Auto hinterhergefahren nach Hannover und war dann auch so um 7:30, 8 Uhr, wir haben uns glaube ich um 8 Uhr oder sowas dann da am Messegelände getroffen und sind reingegangen, die Vorband hat schon gespielt und als wir dann genau angekommen sind, hat Guns N' Roses angefangen zu spielen und hat aber glaube ich nach 2 Liedern mussten die abbrechen, weil das so extrem angefangen hat zu regnen. Und zu stürmen und sowas, dass alle vom Messegelände runter, dann da sind so Riesenhallen, die haben die aufgemacht, wo sich alle unterstellen konnten. Dann sind alle vom Messegelände runter, in die Hallen rein und das Konzert wurde insgesamt 2 oder 3 Mal unterbrochen, glaube ich. Dass schon das Gerücht darum geht, dass wenn die nochmal unterbrechen müssen, dass die das gar nicht erst weiter starten werden. Aber wir hatten dann doch Glück, um 21:45, glaube ich, 22:15 Uhr. Hat Guns N' Roses dann angefangen zu spielen, war ein mega geiles Konzert, super cool. Und wir haben 3 Stunden lang haben die gespielt, bis 1 Uhr. Dann waren wir noch bis 2 Uhr auf dem Messegelände und sind dann, oder ich, habe ja dann nichts getrunken, weil es mir nicht so gut geht, bin ich mit den 4 zurück zum Hotel gefahren, also von Hannover nach Osnabrück zurück. Haben wir, glaube ich, auch nochmal 2,5 Stunden gebraucht. Weil wir auch im Stau standen am Messegelände und so, bis wir alle da weg sind. Und waren wir um 4:30 in Hannover, haben noch was gegessen. Dann war ich um 4:45 heute Morgen im Bett. Und um 9 Uhr sind wir wieder aufgestanden, haben uns fertig gemacht und nach Hause gefahren. Das war mein Trip. Ich frage mich, warum haben Männer nie Augenringe? Warum Männer nie Augenringe haben? Ja. Weil wir von der Natur gesegnet sind. Ja, ehrlich jetzt. Ich habe noch niemanden mit richtig Augenringen gesehen. Wenn ich mir in den Spiegel gucke, denke ich mir, boah, sind die dunkel unter den Augen. Du hast gar nichts. Wo ist denn das so? Ja. Ich bin kleiner Flori. Achtung, Füße. Hier. Lass ich mich einmal nehmen. Gucken, ne? Guck mal, da kommt der Quentin. Hallo, Quentin. Hallo, Quentin. Grüße dich. Ich grüße dich. Der Quentin kommt immer raus. Ja, der Quentin liebt uns. Ja. Da wartet immer auf uns. Lieben wir auch den Quentin? Ja. Ja, den großen Quentin. Mal, da kommt der Quentin. Der Quentin. Der Quentin. Kann man Quentin.
Kentin. Ja, aber wir sind runtergefahren. Kentin. Kentin. Komm. Komm, Kentin. Hochgekommen. Wir sind nur in eine Reise gefahren. Habt ihr eine Reise gemacht? Ja. Wohin ging die Reise denn? Das war anstrengend. Kentin hat noch eine Runde. Was machst du da? Im Hochbeet? Mhm. Oh, das ist alles. Hier schlafe ich. Da schläfst du jetzt? Mhm. Ich komme nicht mal mehr. So, ich habe den Kindern gerade Pfannkuchen gemacht, unseren Besuch. Und Lamia hat noch keinen gegessen, da musste ich noch 2 Stück retten, damit die auch welche essen kann. Und jetzt werde ich, ja, wir sind abgehauen, ich werde das jetzt hier alles sauber machen. Und ja, Fernseher kann ich ja jetzt ausmachen, der läuft ja ohne Ton schon die ganze Zeit. Aber guckt eh keiner. Den können wir ausmachen. Den Carlos, den habe ich gerade auch gefüttert. Ein bisschen süßer, ne? Ja, ich werde das jetzt hier aufräumen und dann gucken, was ich mache. Dominik und Lamia, die sind jetzt kurz zur Gärtnerei gefahren. Die brauchen noch Blumenerde fürs Hochbeet. Und die hatten zwar ganz viele Säcke dahin, aber waren schon überhaupt nicht ausgereicht. Es ist ziemlich windig draußen noch, aber warm. Also ganz merkwürdiges Wetter. Gut machst du das. Oh, bist du stark. Gut, dass du mir hilfst. Ja. Alleine will ich das gar nicht schaffen. Ich habe noch gegessen, Papa. Kannst du noch? Ja. Ja. Ah, das ist so schwer. Ja. Warte. Da muss man Lärm machen. Sie darf ja einen Satz. Sieht wie ein Satz aus. Das ist dein Satz. Da habe ich gedacht, da kommt ja von allen perfekt Seiten dran. Hier steht die Sonne. So, da steht das kleine Kinderhochbeet. Also die Montage war ziemlich einfach, muss ich sagen. Und man musste die nur zusammenstecken und dann dieses Vlies reintackern. Jetzt haben wir das Ganze mit Erde aufgefüllt. Haben das hier hinten platziert. Da steht es jetzt. Und so können jetzt die Kinder von allen Seiten dran. Ich glaube, das ist die beste Variante. So, jetzt können wir die eigentlich umtopfen, die Pflanzen. Jetzt muss ich mal gucken, wo Lamia ist und Joanna, ob die auch Lust hat. Sonst mache ich das mit Lamia. Und dann pflanzen wir die ersten Töpfchen um. Die ersten Realtöpfchen. Bin ich mal gespannt. Ich wollte mich nur von euch verabschieden für heute und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss! Oh, den Flusen.